In diesem Video bekommt ihr von mir 11 Online-Poker-Tipps, um endlich profitabler zu werden. Punkt Nummer 1 und wahrscheinlich auch der allerwichtigste Punkt ist das Thema Game Selection. Denn ihr könnt ein noch so guter Pokerspieler sein, wenn ihr gegen bessere Spieler spielt, werdet ihr kein Geld gewinnen. Seid ihr also aufmerksam und sucht euch profitable Turniere und profitable Cash-Games raus, um hier das meiste zu generieren. Punkt Nummer 2 ist, spiele einen aggressiven Spielstil. Nur Aggression gewinnt euch Geld und Passivität verliert euch Geld. Merkt euch das, weiter geht's. Punkt Nummer 3 ist, spiele so viel in Position wie möglich. Das Geld wandert automatisch immer von rechts nach links, also immer zu den späteren Positionen. Deswegen, umso öfters ihr in Position zu eurem Gegner setzt, umso mehr Geld macht ihr. Punkt Nummer 4, wenn ihr starke Hände habt, setzt groß, stellt keine Fallen, spielt nicht tricky, ballert durch. Punkt Nummer 5 ist, blufft nicht zu viel. All in. Denn das meiste Geld kommt sowieso von euren starken Händen, indem ihr mit diesen das meiste Geld extrahiert. Punkt Nummer 6 ist, feuert am Turn nochmal, wenn eine gute Karte für eure Range kommt. Der Durchschnittsspieler tendiert hierzu, zu viel wegzuschmeißen und wenn zum Beispiel am Flop das Top-Pair ein Bube war und am Turn eine Dame kommt, ihr aber davon gar nichts habt, feuert trotzdem nochmal, meistens bekommt ihr den Gegner zum Folden. Punkt Nummer 7 ist, klaut so viele Blinds wie möglich, natürlich eher von den späteren Positionen am Button oder am Cutoff. Punkt Nummer 8 ist, Checkraise mit starken Draws. So habt ihr die Möglichkeit, viel Geld in die Mitte zu bekommen und zusätzlich auch bessere Hände bereits zum Folden zu bringen, obwohl euer Draw noch gar nicht angekommen ist. Punkt Nummer 9 und leider hier nicht zu vermeiden ist, denn manche wollen ja das eigentlich nicht wahrhaben, aber lernt GTO, denn es ist die Basis und fortgeschrittene Konzepte. Es wird euch langfristig einfach weiterhelfen. Punkt Nummer 10, analysiert euer Spiel, vor allem auch abseits vom Tisch. Ich weiß, am Anfang will man eher nur spielen, aber gerade da ist es eigentlich umso wichtiger, euer theoretisches Wissen aufzubauen. Und der 11. und auch ein wahnsinnig wichtiger Punkt, seid realistisch in eurer Erwartungshaltung, also akzeptiert die Varianz. Ihr könnt nicht immer gewinnen, so funktioniert das Spiel Poker einfach nicht. Falls euch das Video weitergeholfen hat, würde ich mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben, einen Kommentar freuen und wenn ihr das Video noch nicht abonniert habt, das ist wirklich die beste Möglichkeit, um mich kostenlos zu unterstützen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video.